Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schuckibanucki Daily. Warum Daily? Ja, weil heute jeden Tag, also nicht nur heute, sondern jeden Tag Schuckibanucki Daily ausgestrahlt wird. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Was für ein Tag haben wir heute? Der 22. Januar ist heute. Herzlichen Glückwunsch einfach dazu, dass ihr heute eingeschaltet habt. Genau. Und herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder da draußen, aber es gibt auch ein prominentes Geburtstagskind. Genau, geboren 1934, Bill Bixby. Wer sagt dir das was? Wer sagt dir? Das sagt dir nichts, ne? Das sagt dir nichts. Zeig mal, wie heißt die, sieht der aus? Aber wenn du die Hackfresse siehst, dann wirst du sehen, wer das ist. Bill Bixby war nämlich der Schauspieler, der als erstes in der Serie den Hulk gespielt hat. Der ist das. Und zwar nicht den verwandelten Hulk, der wurde dann von einem hier etwas kräftigeren Kollegen gespielt. Ah, natürlich. Sondern er war sozusagen der Wissenschaftler. Und das war Bill Bixby. Und wie man es vielleicht hier erkennen kann, das ist nicht einfach so ein irrer Blick, den alle Schauspieler nach zwei Wochen in Hollywood haben, sondern das waren die Kontaktlinsen, die gezeigt haben, dem Zuschauer. Gleich geht's los. Ophirisch, ne, macht gleich den Trapattoni und wird hier zum Hulk. Ja. Was erlauben Strunz. Ja, genau. Aber am 22. Januar ist auch das erste Fußballspiel im Radio übertragen worden. Es war das Spiel Arsenal London gegen Sheffield United. Das war 1927. Also haben die Engländer doch den Fußball erfunden als solches und publik gemacht und hin und her. Nee, die haben nur das erste Mal im Radio das übertragen. Wusstest du eigentlich, dass es auch viele, viele Jahre gang und gäbe war, dass die Fußballplätze nicht eine einheitliche Größe hatten. Einige Fußballfelder hatten sogar Bäume mittendrin, ja, und waren am Hang und was weiß ich was. Selbst schon mal drauf gespielt. Sensationell. Was? Quatsch. In der Kreisliga ist das ständig. Dass du Bäume im Feld hast? Nee, Bäume nicht, aber das ist so. Kriegen die dann ein Trikot an und sind dann sozusagen der elfte Mann? Nee, aber ich habe schon mal in einem abschüssigen Platz gespielt. Ich habe auf einem abschüssigen Platz gespielt, der sehr klein war. Okay. Und ich als Torwart habe einen Abstoß gemacht, ja, und habe ihn so gemacht, dass er aufgedotzt ist und über das andere Tor drüber gedotzt ist. Wäre fast ein Tor geworden. Fast. Ja. Genau. Aber das nur so am Rande. Das war nicht am 22. Januar. Achso, dein Spiel war nicht am 22. Das war nicht so genau. Aber auch am 22. Januar war, und zwar 1963, da haben nämlich der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer in Paris den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterschrieben. Wie ist das? Das Élysée-Abkommen. Und seitdem machen uns die Franzosen auch nichts mehr ins Baguette rein. Seitdem? Also jetzt nicht das, was nicht reingehört. Ja. Genau. Ja. Nur noch die Vogelkacke. Die gute Scheiße. Ja. Und 1914, auch am 22. Januar, da ist der erste... Mach mal ein Zäpfchen. Ja, da ist der erste Zeppelin. Der erste Zeppelin, Zeppelin Sachsen, ja, ja, hat den Postdienst nach Helgoland aufgenommen. Und wenn der Wind ungünstig stand? Na, die haben ja Motoren. Das juckt ist ja, kein, ist ja kein Heißluftballon. Der Zeppelin konnte ja, ja hinlenken. Ja, schon klar, aber nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Wo ist denn der gestartet? Der ja, halt auf dem Festland. Ach so, auf dem Festland? Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ja, genau. Sehr schön. Ja, und ist nach Helgoland drüber. Gibt es eigentlich noch Zeppeline? So ab und zu sieht man diese Werbezeppeline, aber gibt es noch welche, mit denen man richtig mitfliegen kann? Ich glaube, es gibt wieder ein paar, aber nicht so wirklich. Hm. Also kein Riesengeschäft. Okay. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr habt wieder ordentlich dazugelernt. Jede Menge Angeberwissen. Das ist das, was wir euch vermitteln wollten. Dafür sitzen hier zwei Profis vor der Kamera. Ja, ja. Aber sowas von. Hallihallo. Ja. 22. Januar ist heute. Und morgen sehen wir uns wieder am 23. Januar. Aber ohne mich. Ich komme später. Tschö. Tschö, Miss Sophie.